herzlich willkommen bei Spitzen vor 8. Svenja Köster hat uns eine interessante Frage ins Gästebuch gestellt. Wie entsteht eine Fata Morgana? Dieses Phänomen taucht in Wüsten auf, wo es heiß ist und leitet den ein oder anderen Wanderer in die Irre. Es handelt sich dabei um eine Luftspiegelung, die man besonders an heißen Tagen beobachten kann. Damit wir überhaupt ein Objekt sehen können, müssen die Lichtstrahlen vom Objekt auf unser Auge treffen. Und wir gehen immer davon aus, dass die Lichtstrahlen geradlinig wandern und wählen das Objekt genau dort, wo wir es sehen. Doch Lichtstrahlen wandern nicht immer geradlinig. Kann man einfach zeigen. Eine Stange und ein Becken mit Wasser. Wenn ich die Stange eintauche, dann wird am Übergang zwischen Wasser und Luft das Licht gebrochen. Also die Lichtstrahlen verändern ihre Richtung und ich sehe jetzt plötzlich ein Objekt an einer Stelle, wo es eigentlich keins gibt. Und dieses Phänomen der Lichtbrechung gibt es auch in der Luft. Beim Übergang zwischen unterschiedlich dichten Luftschichten kommt es zu einer kontinuierlichen Brechung und damit zu einer Krümmung der Lichtstrahlen. An heißen Sommertagen ist die Straße selbst heiß, die Luft darüber kühler, das Licht wird gekrümmt und wir sehen ein Auto, das auf der Straße gespiegelt ist. Manchmal ist die Straße sogar so heiß, dass die Lichtstrahlen derart gekrümmt werden, dass wir den Himmel sehen. Das sieht dann so aus, als wäre Wasser auf der Straße. Nähert man sich, dann ändert sich auch der Blickwinkel und das Phänomen löst sich auf. Manchmal können wir sogar Objekte sehen, die sich hinter dem Horizont befinden. In Wüsten wähnt man dann in der Ferne wasserreiche Oasen. Und Sie wissen jetzt, woran es liegt. An der krummen Tour des Lichts. Ein Podcast von daserste.de. Herzlich willkommen bei Spitzen vor 8. Svenja Köster hat uns eine interessante Frage ins Gästebuch gestellt. Wie entsteht eine Fata Morgana? Dieses Phänomen taucht in Wüsten auf, wo es heiß ist und leitet den ein oder anderen Wanderer in die Irre. Es handelt sich dabei um eine Luftspiegelung, die man besonders an heißen Tagen beobachten kann. Damit wir überhaupt ein Objekt sehen können, müssen die Lichtstrahlen vom Objekt auf unser Auge treffen. Und wir gehen immer davon aus, dass die Lichtstrahlen geradlinig wandern und wählen das Objekt genau dort, wo wir es sehen. Doch Lichtstrahlen wandern nicht immer geradlinig. Kann man einfach zeigen. Eine Stange und ein Becken mit Wasser. Wenn ich die Stange eintauche, dann wird am Übergang zwischen Wasser und Luft das Licht gebrochen. Also die Lichtstrahlen verändern ihre Richtung und ich sehe jetzt plötzlich ein Objekt an einer Stelle, wo es eigentlich keins gibt. Und dieses Phänomen der Lichtbrechung gibt es auch in der Luft. Beim Übergang zwischen unterschiedlich dichten Luftschichten kommt es zu einer kontinuierlichen Brechung und damit zu einer Krümmung der Lichtstrahlen. An heißen Sommertagen ist die Straße selbst heiß, die Luft darüber kühler, das Licht wird gekrümmt und wir sehen ein Auto, das auf der Straße gespiegelt ist. Manchmal ist die Straße sogar so heiß, dass die Lichtstrahlen derart gekrümmt werden, dass wir den Himmel sehen. Das sieht dann so aus, als wäre Wasser auf der Straße. Nähert man sich, dann ändert sich auch der Blickwinkel und das Phänomen löst sich auf. Manchmal können wir sogar Objekte sehen, die sich hinter dem Horizont befinden. In Wüsten wähnt man dann in der Ferne wasserreiche Oasen. Und Sie wissen jetzt, woran es liegt. An der krummen Tour des Lichts. Ein Podcast von daserste.de.